zu selbstgemacht. Ich bin Lisa und bald ist Muttertag. Aber habt ihr eine Idee, was ihr eurer Mama schenken wollt? Meine, die wünscht sich ja immer, dass ich ihr mehr im Haushalt helfe. Die Spülmaschine ausräumen, die Wohnung saugen. Aber wie soll man sowas verschenken oder verpacken? Dafür habe ich einen richtig coolen Trick. Und zwar Muttertagskarten mit einem Rubbelfeld. Und die sind ganz einfach selbstgemacht. Die Muttertagskarte hat ein Feld, das ihr ganz einfach freirubbeln könnt. Und dahinter ist dann eine Botschaft oder auch ein Gutschein versteckt. Wie ihr die Rubbelfläche ganz einfach selber machen könnt, das zeige ich euch gleich. Jetzt brauchen wir erstmal folgende Materialien. Papier und bunten Bastelkarton, ein Bleistift und ein Radiergummi, Kleber, eine Schere und eine Reißzwecke, Buntstifte oder Filzstifte, Acrylfarbe und einen Pinsel, Spülmittel und durchsichtiges Klebeband oder Buchfolie. Zuerst müssen wir unsere Karte vorbereiten. Nehmt euch ein Blatt Papier oder besser noch einen Bastelkarton und knickt ihn einmal in der Mitte. Dann könnt ihr euch noch ein weißes Papier nehmen und so zuschneiden, dass es auf die Karte passt. Dafür knickt ihr es in der Mitte und schneidet an dem Knick entlang. Damit man noch etwas vom bunten Bastelkarton sieht, schneide ich noch etwas vom Rand des Papiers weg. Dann malt ihr ein Herz in die Mitte. Jetzt könnt ihr drumherum malen, was ihr wollt. Ich habe mich entschieden, ein kleines Liebesmonster zu zeichnen. Wenn ihr mit eurer Zeichnung zufrieden seid, dann könnt ihr mit einem schwarzen Stift euer Monster nachzeichnen und bunt ausmalen. Für den Hintergrund male ich noch ein paar lustige Spiralen. Eure Zeichnung klebt ihr nun auf eure Karte. Und jetzt müsst ihr nur noch das Herz vorsichtig ausschneiden. Dazu könnt ihr mit einer Reißzwecke zuerst ein Loch durch die Karte stechen. Dann ist es einfacher, die Schere anzusetzen. Seid ihr damit fertig? Dann zeichnet das Herz mit einem Bleistift auf die Innenseite der Karte nach. Jetzt könnt ihr in das Herz eine Botschaft an eure Mama schreiben. Ich schenke ihr heute einmal Wohnung saugen. Da wird sich meine Mama ganz bestimmt freuen. Die Karte ist jetzt eigentlich auch schon vorbereitet, aber das Beste kommt natürlich zum Schluss, und zwar das Rubbelfeld. Und dazu braucht ihr etwas, was ihr in der Küche finden könnt, und zwar Spülmittel. Damit solltet ihr allerdings vorsichtig sein, und wenn ihr unsicher seid, fragt gerne einen Erwachsenen. Aber zuerst starten wir damit, das Rubbelfeld vorzubereiten. Dafür brauchen wir noch durchsichtige Folie. Dazu könnt ihr ein durchsichtiges Klebeband oder Buchfolie nehmen. Die Folie legt ihr in die Karte und zeichnet das Herz mit einem Bleistift oder einem schwarzen Marker nach. Dann schneidet das Herz aus und klebt es so auf, dass die Botschaft komplett bedeckt ist, da wir nämlich darauf die Rubbelfarbe pinseln müssen. Für die Rubbelfarbe braucht ihr Acrylfarbe. Sucht euch eine Farbe aus, die zu eurem Monster passt, da das Rubbelherz ja auch den Bauch des Monsters darstellen wird. Ich entscheide mich für Rot. Auf zwei Kleckse Farbe kommt jetzt ein Klecks Spülmittel dazu. Und das mischt ihr einfach zusammen. Durch das Spüli wird die Acrylfarbe später nicht so hart und lässt sich damit nämlich besser abkratzen. Jetzt können wir das Herz anmalen. Die Farbe solltet ihr so dick aufpinseln, dass man die Botschaft nicht mehr sehen kann. Wenn ihr nach dem Trocknen noch etwas von der Botschaft sehen könnt, dann müsst ihr einfach noch eine weitere Schicht Farbe aufpinseln. Jetzt ist die Rubbelmuttertagskarte auch schon fertig. In die Karte habe ich auch noch eine Nachricht an meine Mama geschrieben. Ihr könnt natürlich die Monster so ausmalen, wie ihr wollt. Außerdem habe ich auch noch andere Muttertagskarten gebastelt. Hier zum Beispiel versteckt sich ein kompletter Text unter dem Rubbelfeld. Und hier habe ich ganz viele kleine Gutscheine gebastelt. Die Rubbelkarten könnt ihr natürlich auch für eure Freunde, als Geburtstagsgeschenk oder für euren Papa zum Vatertag basteln. Eine genaue Anleitung zu den Rubbelmuttertagskarten findet ihr auch nochmal auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Togo-Show-Kanal. Dann verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Macht's gut. Tschüss.